Tja, so langsam nähern sich die einst von Trainer Pierre Page bei den Eisbären geförderten Talente dem Spätherbst ihrer Karriere. Aber da wollen wir nicht unten, natürlich wünschen wir André Rankl alles Gute zum Geburtstag und dem langjährigen Kapitän noch eine Karriere, die so lange dauert, wie er das möchte. Dabei war der Weg zu den Eisbären seinerzeit für ihn gar nicht so einfach. Der damalige Preußen-Manager Lorenz Funk wollte ja seinerzeit, dass der Rankl noch weiter im Westen in der dritten Liga spielt. Wie oft hat der im vergangenen Jahr viel zu früh verstorbene Lenz sich diese Geschichte anhören müssen? Gut aber, dass sich die Eisbären damals durchgesetzt haben. Wenn wir jetzt richtig gerechnet haben, hat André 552 Dell-Spiele für seinen Club hinter sich und dabei 143 Tore erzielt. Und da kommen ja noch einige hinzu in den kommenden Jahren, bevor das Trikot mit der Nummer 24 dann unter die Hallendecke wandert. Bis er Sven Felski eingeholt hat, angeblich exakt 1000 Spiele in Bundesliga und Dell alle für die Eisbären, muss er ja noch einige Jahre. Die Eisbären Berlin gewannen am Freitagabend auch ihr fünftes und letztes Testspiel. In Dresden besiegten sie das tschechische Extraliga. Team vom HCV war Litvinov mit 3:1. Tore für die Berliner vor 1199 Zuschauern, Mark Oliver, Brendan Ranford und Jamie McQueen. Zum Auftakt des Deutschlandcups kommt es am 8. November in Krefeld zur Neuauflage des Olympia-Finals der deutschen Auswahl gegen Russland, und da es damals ohne NHL gehen musste, dürften sich einige Cracks wiedersehen. Also dran denken, ein Spiel dauert 60 Minuten und nicht 59, okay, der war gemein. Wie dem auch sei, zwei Tage nach dem Duell gegen den Olympiasieger trifft die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm, der fast Olympiasieger, auf die Schweiz, wurde in Pyeongchang ja auch auf dem Weg zu Silber geschlagen. Am Sonntag kommt es am Abschlusstag um Aufeinandertreffen mit der Slowakei, keine Rechnung offen, bei 32 Grad im Schatten kann man schon mal über Eishockey sprechen. Das kühlt den Geist. So geschehen am Donnerstag in Berlin. Die Champions Hockey League gab sich die Ehre, brachte den Siegerpokal und allerlei tolle Zahlen mit nach Friedrichshain. Dazu waren auch noch die drei deutschen Teilnehmer mit prominenten Vertretern dabei, siehe Foto. Fazit, die Saison wird toll, alle freuen sich drauf und die Fans werden richtig Spaß haben. Ob das dann in ein paar Monaten auch so eingetreten ist, warten wir mal ab. Fakt ist, die CHL geht in ihre fünfte Saison. Sie hat sich etabliert und wächst sukzessive. So gibt es in der Spielzeit 2018-19 wieder ein bisschen mehr Geld für die Vereine zu verdienen, oder anders ausgedrückt, der Eishockey-Europapokal ist für die Clubs kein Zuschussgeschäft mehr. Sportlich hofft die Liga auf noch mehr Vielfalt, immerhin 13 Ländern sind dabei. Das ist schon mal nicht schlecht, auch wenn am Ende dann wahrscheinlich wieder Schweden und Finnen den Titel unter sich ausmachen. Die deutschen Clubs wollen sich und die Dell zumindest mal gut präsentieren, vielleicht schafft es ja endlich mal ein Team bis ins Viertelfinale. Am kommenden Freitag geht es los für die Eisbären, erster Gegner ist im Wellblechpalast der EV Zug. Darüber wird in den kommenden Tagen dann hier noch zu reden sein. Bild, Leopold Jens Baxmann und Sean Backmann waren heute voll im Training mit dabei, anschließend haben wir kurz mit dem Eisbären-Urgestein gesprochen. Baxi war gut drauf, er weiß natürlich, dass er noch Trainingsrückstand hat. Ob es für ihn bis zum Start der Champions Hockey League CHL am 31. August wieder reicht, muss man abwarten. Immerhin hat er ja einen größeren Teil der Vorbereitung verpasst. Zudem zog sich die Vertragsverlängerung ja auch ein bisschen, wobei Baxmann da klar machte, dass das nicht nur an den Eisbären, sondern auch an mir lag. Groll hegte deswegen keinen und jetzt zählt sowieso nur die neue Saison.
Und da würde er sich wünschen, dass nicht immer nur auf das letzte Spiel geschaut, sondern das große Ganze im Blick behalten wird. Es war ein bitteres Wochenende für Meister RB mit 2 Niederlagen beim Turnier in Garmisch. Vor allem das 1:8 gegen Sparta Prag und Uwe Krupp tat natürlich weh. Bei der Rache des Ex-Berliner Trainers für die Niederlage in der jüngsten Delfinalserie spielte Jackson schon 8 Minuten vor Schluss ohne Goalie, da stand es aber schon 0:6. Kennen wir ja von Donny, gebracht hat es diesmal nur eine höhere Klatsche, beim hauseigenen Red Bull Salute. Red Bulls Servus und Tschüss hätte wohl besser gepasst, ähnlich geschickt wie der Meister stellten sich die Kölner Haie an und spielten den freundlichen Gastgeber mit 3 Niederlagen beim Köln Cup. Örebro, Langnau und dann Rögle waren eben eine Nummer zu groß für das Team von Peter Dreiseitel. Der war wohl auch schon mächtig sauer über die Leistung seiner Spieler, bei denen sich Zugangsleaf Pinizotto übrigens schon von gewohnter Seite zeigte und gleich mal eine Spieldauerstrafe kassierte, aber es gab auch Lichtblicke bei den Dell-Teams. Die Augsburger Panther gewannen wieder einmal den Dolomiten Cup, denn die DEG allerdings mit einer Niederlage im Spiel um Platz 3 gegen Bozen beschloss. Dafür gewannen die Straubing Tigers den Gäuboden Volksfest Cup mit einem 4:1 im Finale gegen die Grizzlies aus Wob. Insgesamt lässt sich aber feststellen, die beste Dell-Mannschaft des Testwochenendes sind ganz klar die Eisbären. 2 KHL-Teams und dann auch noch Gastgeber Pardubice geschlagen, das ist aller Ehren wert. When I HR Melhornwald, we. Status 1.131.146.436.449.792 3x 60 Minuten in 3 Tagen, das ist für Torhüter schon ein dickes Brett. Maximilian Franz Repp hat das in Pardubice mal eben aufs Eis gesetzt und ganze 4 Gegentreffer kassiert. Kein Wunder, dass man so zum MVP des Turniers aufsteigt und Lob vom eigenen Trainer bekommt. Franz Repp war der Spieler des Turniers für uns. Er spielte solide, wirklich überzeugend, sagte Clement Jodoin. Ganz nebenbei dürfte Franz Repp auch im Kampf um die Nummer 1 im Tor Argumente gesammelt haben. Dass der leicht verletzte Marvin Küpper automatisch die Stammkraft wird, dürfte nach Pardubice nicht mehr in Stein gemeißelt sein. Tschechien, gratuliere mit Eisbären. BK Vitesse, Wiener, PRV Nie Memorial Lutzebinka Kusehu. Deutschland, herzlichen Glückwunsch an Eisbären Berlin für den Gewinn des ersten Zubine Kusi Memorial. HC Dynamo PARDUBICE on Twitter @hekfche https://twitter.com/hekfche/status/103092057227981813. Auch im Dynamo-Duell bleiben die Eisbären unschlagbar. Gegen Gastgeber Pardubice gibt es am 3. Turniertag den 3. Sieg. Das reicht zum ungefährdeten Gesamterfolg. Und wirft die Frage auf, wie stark die Berliner in dieser Saison wohl sind? Die ersten Eindrücke sind ziemlich vielversprechend. Die Eisbären werden vermutlich bald Angebote aus der KHL bekommen, denn nach Admiral Vladivostok haben die Berliner nun auch das zweite Team aus der zweitbesten Liga der Welt bezwungen. Und das 4:0 gegen Slovan Bratislava war sogar noch deutlicher als das 3:2 tags zuvor. Marc Olver traf 2-mal, Micky Dupont und Kai Wissmann machten den Erfolg mit ihren Treffern perfekt. Insgesamt trafen die Eisbären 3-mal in Überzahl. Das kennt man ja fast nicht mehr. Zum Turniersieg fehlt jetzt nicht mehr viel, am Samstag geht es gegen Gastgeber Dynamo Pardubice, beginnt 19 Uhr. Ein Punkt reicht dann schon. Stark. Bild, Promo so, schmeißt die Rechner, TVs oder einfach die Smartphones an, in wenigen Minuten spielen die Eisbären ihr zweites Spiel in Pardubice. Mit folgender Aufstellung schickt Cheftrainer Clement Jodoin sein Team ins Spiel.
livecont.ihr under https://t.co/71p9n. Ab 18 Uhr treffen wir abermals auf ein KHL-Team, dieses Mal auf Slovan Bratislava. Die heutige Spieltagsgrafik wird präsentiert von Ed Hoffmann Personal, Eisbären Berlin on Twitter at eisbären.https://twitter.com/eisbären. Status 1.30.362.555.549.825.025. Freundliche Worte des Trainers für gleich zwei Spieler nach dem Sieg am Donnerstag gegen Vladivostok. Ironak Zulesen, Clement Jadoin. Er hat keine Rebounds abgegeben und er hat den Job des TV heute leicht aussehen lassen. Einhalb Eisbären Berlin on Twitter at eisbären.https://twitter.com/eisbären. Status 1.30.160.692.618.452.992 Jodoin. Weiter offensiv hat Colin Smith heute meine Aufmerksamkeit erregt, auch defensiv hat er gut gespielt. Er hat Schüsse geblockt, es war heute wirklich schön, seiner Reihe zuzusehen. Als Team entwickeln wir uns auf jeden Fall, müssen aber gleichzeitig auch besser werden. Eisbären Berlin on Twitter at eisbären.https://twitter.com/eisbären. Status 1.30.160.912.022.482.944. Das ist durchaus ein Sieg mit Ausrufezeichen. Immerhin spielt Admiral in der KHL und ist in der Vorbereitung schon etwas weiter als die Berliner. Das hebt sicher die Stimmung bei Spielern und Anhängern in Pardubice. Am Freitag geht's dann schon weiter, um 18 Uhr wartet das nächste KHL-Team mit Slovan Bratislava auf die Eisbären. Die Eisbären bestreiten heute ihr zweites Testspiel, welches gleichzeitig das Eröffnungsspiel des Zbinekosi Memorial Turniers ist. Ab 15 Uhr treffen die Berliner auf das KHL-Team von Admiral Vladivostok. Die heutige Spieltagsgrafik wird präsentiert von Ed Hoffmann Personal, Eisbären Berlin on Twitter at eisbären.https://twitter.com/eisbären. Status 1.30.19.105.406.033.920 Spiele in drei Tagen, von Donnerstag bis Samstag wartet auf die Eisbären ein straffes Programm. Beim Zbinekosi Memorial in Pardubice treffen die Berliner auf Admiral Vladivostok und Slovan Bratislava, die beide in der russischen KHL spielen, sowie Gastgeber Dynamo Pardubice. Punkt. Anders als der Test in Weißwasser dürfte das Turnier schon eher Aufschluss darüber geben, wo die Eisbären nach gerade mal zwei Wochen Vorbereitung stehen.